Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. Und heute möchte ich mir mit euch gemeinsam mal wieder ein neues Tier für das Spiel angucken. Also eine ganz neue Spezies, kein Tier, was ein anderes Tier überschreibt. Und zwar ein ganz besonderes, nämlich haben wir ein Wassertierchen bekommen, deswegen bin ich auch hier schon in dem passenden Gehege. Und das ist kein geringeres als ein Hai. Nämlich der Sandtigerhai oder der Sand Tiger Shark. Richtig, richtig cool. Ich habe mir den auch schon in-game einmal kurz angeguckt. Der sieht echt nice aus. Ich würde sagen, ich adoptiere jetzt hier einfach mal 4 Stück und dann holen wir die mal hierher und dann schauen wir uns die mal gemeinsam an. Ihr seid ja sicherlich auch alle gespannt. Und da kommt er schon. Wird natürlich jetzt erstmal komisch aussehen an Land. Lasst euch davon nicht beirren. Die wahre Pracht kommt gleich erst zum Vorschein im Wasser. Er sprintet hier auch direkt zum Wasser, sehr gut. Und da geht's hinein ins Wasser. Und das sieht wirklich cool aus, wie der da schwimmt. Bei dem Hai macht es natürlich Sinn, das Gehege dann so zu gestalten, dass der gar nicht wirklich an Land kann, beziehungsweise gar nicht an Stellen, wo man ihn dann sehen kann. Das sieht so unglaublich cool aus. Euch mal die Zähne an. Aber die sind auch beim Sandtigerhai in echt so creepy, die Zähne. So ganz, ganz viele krumm und schief angeordnete spitze Zähne. Oh, das sieht schon so nice aus. Vom, der kann auch abtauchen. Das habe ich auch schon getestet. Aber das ist ja meistens so bei den Planet Zoo-Tieren, dass das erst nach einer gewissen Zeit passiert, dass sie tauchen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn man einen bestimmten Zoom-Winkel hat, also eine Zoom-Entfernung. Seht ihr hier die Augen? Die gehen dann irgendwie aus dem Körper raus. Da ist irgendwie das Level of Detail noch nicht richtig. Zumindest in dieser Distanz. Das ist ein bisschen komisch. Aber das ist halt nur, wenn man ein bisschen weiter rauszoomt. Deswegen halb so wild. Ich gehe davon aus, dass die das Skelett und die Animation und Bewegung von dem Seehund haben oder von der Robbe. Bin mir aber da auch gar nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ich habe jetzt mal ganz schnell ein Gehege gebaut, was ein bisschen mehr Wasserfläche für die Haie bietet. Dann können die auch mal richtig tauchen. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus, aber ich denke, zum Angucken der Mod ist es auf jeden Fall besser geeignet. Jetzt könnt ihr den Hai hier auch mal richtig in Action sehen, wie er hier abtaucht. Und vielleicht auch mal das Ding hier benutzt, da bin ich mal gespannt. Vielleicht wurde das auch ausgestellt, ich weiß es nicht. Weil es würde bestimmt komisch aussehen, wenn er da oben durch dieses Löchlein da krabbelt. Aber tatsächlich würde mich hier dieser Fischfutterspender hier hinten sehr interessieren, ob der benutzt wird. Das ist aber gerade hier ein wunderschönes Bild. Wir können eigentlich mal ganz kurz pausieren und dann kann ich mein Originalfoto für euch einblenden. Dann seht ihr das hoffentlich auch mal mit dem Gebiss. Also das sind halt wirklich sehr, sehr viele krumme, schiefe Zähne. Ich muss echt sagen, der ist echt gut gelungen. Ich hätte nie gedacht, dass es jemand schafft, einen Hai in das Spiel zu bringen, der auch noch so gut beim Schwimmen aussieht und so gut funktioniert. Das ist wirklich Hammer. Vielleicht kriegen wir demnächst noch mehr Aquarientiere. Stellt euch mal so Manta-Rochen und sowas noch vor. Oh, das wäre so cool. Da könnte man mal so ein richtiges Sea Life oder sowas bauen. Ich finde das auch cool, wenn der auftaucht, dass der wirklich nur so ein bisschen aus dem Wasser schaut. Weil normalerweise ist es ja bei Haien so, dass man eigentlich immer nur hinten die Rückflosse sieht. Aber so ist das schon ganz nice. Dann kann man den nämlich auch mal ein bisschen so begutachten. Aber wenn er dann unter Wasser ist, ist es natürlich am besten. Ich bin echt geflasht. Der hat auch eine sehr, sehr interessante Farbe. So ein bräunlich-golden-sandfarben. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann den weißen Hai. Großen weißen Hai. Der ist aber wahrscheinlich noch viel, viel größer als dieser Hai. Ich kann da gar nicht von genug bekommen. Das ist so unfassbar nice. Vor allem ist es cool, dass die halt jetzt wirklich als
eigene Spezies eingefügt werden und keine Tiere mehr überschreiben, so wie bei Jurassic World Evolution. Also, dass da der Modding-Durchbruch gelungen ist, das ist wirklich Hammer. Könnt ihr jetzt ja auch mal ganz kurz in den Zoopedia-Eintrag reingucken. Da wurde auch alles angepasst. Gefährdet. Und dann wurden hier die Regionen auch angepasst. Überall hier die Küstenregion, logischerweise. Der ist ja überall auf der Welt vertreten. Das ist ja krass. 1 bis 4. Ja, das ist richtig cool, dass das hier alles eingefügt wird, eingebunden wird. Mich würde mal interessieren, was ihr von dieser Mod haltet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also ich finde, das ist wirklich insane. Und das ist schon wieder so ein kleiner Durchbruch für Planet Zoo. Übrigens, falls ihr die mal ausprobieren wollt, die ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kann ich euch nur empfehlen. Lohnt sich. Damit kann man sicherlich wieder sehr viel Freude an Planet Zoo finden, wenn man dann wieder ein neues Tier hat, für das man ein komplett anderes Gehege bauen kann. Na gut, Leute, ich denke, ich habe euch einen sehr, sehr guten ersten Eindruck gegeben. Aber bevor das Video endet, zeige ich euch noch schnell eine andere Sache. Das wunderschöne Przewalski-Pferd, was ich euch ja schon mal vorgestellt hatte, wurde jetzt auch als eigene Spezies in das Spiel eingefügt. Das heißt, das überschreibt jetzt nicht mehr das Steppenzebra, sondern das kann man jetzt auch so auswählen im Tierhandel und dort suchen und dann in seinem Zoo unterbringen. Also es geht jetzt hier genau wie bei Jurassic World Evolution anscheinend Schlag auf Schlag mit den neuen Spezies. Stark gefährdet. Also hier wurde auch alles super angepasst. Oh, in Asien lebt das. Funktioniert auch alles einwandfrei. Aber die Mod habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Deswegen wollte ich euch jetzt nur kurz informieren, dass ihr das jetzt auch runterladen könnt. Ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und gut informiert. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.